So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Ja, und mit diesen doch sehr direkten Worten begrüße ich euch zurück zu The Witcher, zu einem neuen Teil, und zwar The Witcher 3, der gar nicht mehr so neu ist, aber für mich sehr neu, denn es ist meine erste Erfahrung mit dem Spiel. Ich habe eben schon mal das Intro gemacht, also ich habe das Spiel gestartet, Ende. Ich möchte mal kurz gucken, ob er mir die Grafik gespeichert hat. Weichzeichen habe ich mal ausgemacht. Bewegungsunschärfe mache ich auch mal aus. Das habe ich eben übrigens übersehen. Allgemein gucken wir mal hier rein. Es ist alles an. Außer Hardware-Cursor. Warum haben wir dabei allgemein? Ja, ich habe alles mal auf Höchste gestellt. Spiel auf 2K. Auf dem ich auch aufnehme. Und wir schauen mal, wie das so läuft. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, was ich ändern soll, außer, dass ich mit Tastatur spiele, weil das werde ich selber merken, ob ich das nicht will. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde sagen, wir beginnen ein neues Spiel. Und zwar von vorne. Auf der Schwierigkeit Blut, Schweiß und Tränen. Du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Spieler. Ist quasi eins vor der schwierigsten Schwierigkeit. Ich glaube, das ist das Richtige. Wenn nicht, kann man es bestimmt im Nachhinein noch ändern. Wir zeigen uns die Tutorials an. Und ich möchte meinen Spielstand aus Witcher 2 importieren. Ich hatte beim letzten Mal versehentlich so einen hier importiert. Einen alten. Ist ja auch ganz gut, dass die neuesten halt am Arsch der Heide stehen, nicht wahr? Ja, ja.
So. Das hier müsste nach dem ganzen Scheiß sein, glaube ich. Also der letzte Speicherstand. Das ist ja der neueste. Wir wählen den einfach mal aus. Und ich halte mal die Fresse. Festung der Hexer, Ufer des Gwenlech, Kaer Morhen. Eigentlich sollte ein Hexer sowas doch hören, oder? Dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Hm.
Na dann, bis später. Bis später. Und damit auch nochmal im Spiel ein herzliches Willkommen zur Witcherei, neuen Projekt hier auf dem Kanal. Leider einen Tag später als geplant, allerdings habe ich Samstag keine Zeit mehr gefunden aufzunehmen. Ich finde jetzt erst Sonntag um 6 vor 5, also 16.54 Uhr Zeit zum Aufnehmen. Das Video muss um 17 Uhr da sein, das hätte nicht ganz geklappt. Wir gucken uns mal an, was Witcher 3 zu bieten hat. Und nehmen auf jeden Fall das Tutorial mit, denn ich habe noch keine Sekunde gespielt. Also außer den Raum hier. Das war's. Willkommen bei Witcher 3 Wild Hunt. The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, indem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte, der Welt und zur Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort in der Umgebung, und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quests. Gerade kehr Morhen, finde mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer. Halte linke, rechte Maustaste gedrückt, um deine Hexersinne einzusetzen. Suche nach auffälligen Objekten. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Zeig doch mal. Weil gerade ist sie schwarz. Sehr ungewohnt, dieser Hexersinn. Da hat gerade irgendwas gebackt. Bisschen mal meine Maus. Ja, lol. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ja, genau. Was ich mich frage ist, müssen wir wirklich alles mit den Hexersinnen finden? Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Du könntest es dir auch einfach selbst besorgen, Mädchen. Jennifer von Wengerberg heißt sie, glaube ich. Okay, ich muss den Schlüssel offensichtlich nicht unbedingt mit den Hexersinnen finden. Flieder und Stachelbeeren natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Entschuldigung. Gucken wir mal, ob wir mit ihr noch schnacken können. Sie ist mir nicht furchtbar sympathisch. Ich kenne sie bisher aus den Hörbüchern. Beziehungsweise aus den Büchern halt. Zwischendurch backt hier so ein Ding durch die Wand, dass ich das anklicken könnte, aber es funktioniert halt nicht. Servus, Yennefer. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warm. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich glaube, Witcher 3 spielt vor Witcher 1. Das ist, glaube ich, gerade, also nicht das Spiel an sich, aber jetzt gerade dieser Teil hier, müsste Prequel sein. Ja. Ich habe dich vermisst. Sehr sogar. Ich dich auch. Aber wir haben jede Menge Zeit, das nachzuholen. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig?
Ich denke immer nur an dich. Weird Flex, but okay. Ich finde ihre Lippensynchronität nicht so geil wie die von Geralt, aber sie öffnet den Mund auch kaum. Bisschen komisch. Um Türen aufzuschließen, nähere dich ihnen und drücke E. E! Wir gucken vorher nochmal da runter, weißt? Wir gucken vorher nochmal auf den Balkon. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Fuck, stimme zu, Bruder! Gut, und da hinten ist natürlich ein bisschen die Details ausgeblendet, aber das Spiel sieht schon wirklich gut aus. Ihr habt zumindest so immer noch 60 FPS. Echt? Ich kann nicht höher gucken übrigens leider. Ich kann genau den Bereich gucken. Da unten trainiert jemand. Auf der Brüstung, okay. Gut, muss sie wissen. Wir gehen mal gucken. Ciri ist ja, glaube ich, sowas wie eine Tochter für Geralt. Eine Ziehtochter, so eine Art. Wir öffnen. Und öffnen auch richtig. Und praktische Tür. Und gehen wir nach unten. Wir haben auf der Minikarte sogar angezeigt, wo wir lang gehen müssen. Sehr cool. Ich muss mal eben das Mikrofon ein bisschen anders stellen. Ich glaube, das steht nicht so geil. Viel besser. Ich denke, der erste Part wird ein bisschen überzogen sein. Wir haben ja noch gar nichts gesehen. Schläft da eine? Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwo hin. Vesemir, was machst du denn da? Ist das Vesemir? Sie das zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Ich glaube, gedruckt wird noch gar nicht. Händeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Ja. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Ich blicke die Geschichte hinter Ciri übrigens nicht 100%. Du bist nicht im Zirkus, Pirouette. Falsch, Beinarbeit. Genug, runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut, Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Vesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
Oh, doch, wird nicht. Er wird wieder vorkommen. Ja. Mei. Wir sind kein strenger Lehrer, oder? Ich glaub nicht. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich wäre lieber im Elfenbadehaus. Wenn du fällst, vielleicht. Okay. Steuer-Shift macht nicht schneller hochklettern. Hallo. Ich möchte anmerken, ich drücke E. Gerald, was ist denn? Komm schon. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert gerade. Hochinteressant. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Meine Güte. Steuerung sehr, sehr komisch. Macht ja so ein bisschen Parcours hier, Alter. Cool. Wo müssen wir hin? Oh, ein Jump. Ja, durchlesen tue ich mir das gerade gar nicht tatsächlich. Es ist reine Intuition. Gewonnen. Deine Beine sind länger. Ich werde es dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Na komm. Pack dich erstmal ein bisschen durch die Leiter. Okay, das ist das erste Mal, glaube ich, dass man rennen kann. Und springen. Gefällt mir sehr gut. Und da möchte ich gerne die Fackel einmal anmachen. Das ist ein bisschen deppisch aussieht, aber okay. Kann ich hier schon irgendwas looten? Tippe auf nein. Sieht übrigens nicht mehr flüssig aus, sobald ich in den Modus gehe. Wir meinen jetzt erstmal das Tutorial zu Ende. Oh nein. Wesemir hat diesen Blick. Was ich sehe ihn kaum. Erwartet? Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Algulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Ja, da würde ich schon ein bisschen strenger sein, zumindest. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Gerald und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Gib Grundlagen, Bruder. Fangen wir mit den Grundlagen an. Kampftutorial. Oder Tutorial überspringen. Ne, wir machen das. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Trainingsschwerter sind, glaube ich, eher aus Holz. Zieh das Schwert, Gerald. Gerüstete Ritter
Ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen, Hexer müssen gegen diese Art von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug des Hexer sind ihre Schwerter, meine Güte. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Drücke 1, um einen Stahlschwert zu ziehen und um es wegzustecken, C. Drücke Y, um ein Ziel auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Ziel auf Wesemir. Führe einen schnellen Angriff gegen Wesemir aus, indem du drückst. Führe einen starken Angriff gegen Wesemir aus, indem du Umschalt gedrückt hältst und dann drückst. Hör auf zu prahlen, Geralt. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Warte, bis Wesemir angreift. Um zu einer Seite auszuweichen, wähle mit W, S, D oder A eine Richtung und drücke dann Alt. Junge, was? Das und was? Ungewohnt. Langsam wie eine Fliege in Bernstein heute. Nochmal. Langsam wie eine Fliege in Bernstein heute. Das war ungerecht. Ich glaube, ich bin lieber mit Ciri. Komm schon, komm näher. Los, auf sie! Parieren! Kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Ich hab gehört, der Alte ist kein Unterricht. Drücke unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners, um einen Gegenangriff auszuführen. Konter. Schlag gegen Schlag. Nein. Ich hab schon gedrückt, aber okay. Hä? Nimm dies. Hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Ich möchte anmerken, ich drücke. Ich muss gedrückt halten, okay. Drücken reicht nicht. So, junge Dame. Erstmal treten. Ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Drücke Tab, um den Schnellzugriff zu öffnen. Wähle das Zeichen Quen mit Maus aus und aktiviere es mit Maustaste links. Drücke Q, um ein aktuelles ausgewähltes Zeichen zu wirken. Ciri. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Das Quen-Zeichen schützt dich vor Schaden und bestimmten kritischen Effekten. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Wenn deine Ausdauer zu niedrig ist, kannst du keine Zeichen wirken, stand da, glaube ich. Das Igni-Zeichen bewirkt Feuerschaden. Sollen wir ihn jetzt besiegen, oder was? Art, Geralt. Na los! Ja, warte! Siehst du das, Ciri? Art wirft alles... Ich zweifle an, dass wir ihn besiegen können. Zeit für Axi. Da flucht Axi. Ich hasse dieses Gefühl. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Verwende das Axi-Zeichen, um deinen Gegner vorübergehend zu verwirren. Jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Geh nah an Wesemir heran, drücke Q. Au. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirkt das Zeichen Irden? Ja, okay. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Los, auf sie! Tritt zurück und wirf eine Bombe auf Wesemir, indem du mittlere Maustaste drückst.
begib dich an die Stelle, die auf der Minikarte markiert wurde. Ja, easy. Kann scheinbar nicht einfach so fighten. Wir drücken mal C. Das kannst du jetzt nicht tun, okay. Halte gedrückt. Ziele auf eine der markierten Trainingspfosten und lasse los zum Werfen. Bisschen zu hoch, okay. Das Kampftutorial ist vorüber. Du kannst nach Belieben mit Wesemir weiter trainieren. Beende das Training, indem du das Schwert mit C wegsteckst. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Gedrückt halten, Fisch. Ja, ich hab gedrückt gehalten eigentlich. Ich finde Abwehren mit Dingens komisch übrigens. Ein schwerer Angriff finde ich komisch. Ich hab... Nice, erstmal ein bisschen fighten. Schlitz! Schlitz! Gut, wir stecken mal weg. Hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Verstehe ich nicht? Der kleine Satanspaten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Verstehe ich warum. Hast du den Helm? Ciri? Sind übrigens nur 32 FPS. Ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was du... Das war der König der Wilden Jagd. Und es war nur ein Traum. Denn wir befinden uns lange nach diesen Ereignissen. Glaube ich zumindest. Temerien Straße nach Vysima. Mai 1272. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Geht eigentlich? Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter.
Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Ja. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Unerwartet. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wüsima. Keine weiteren Hinweise. Unerwartet. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Ich möchte es gern hören. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben, in bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Du lässt. Aber wie wir mit den Ghoulen verfahren, das sehen wir nicht in diesem Part, dann wird es über 40 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.